Wie können wir einen Dialog mit Herz führen? Ist das wirklich möglich? Um das zu erreichen, muss ich mich selbst ändern. Wir müssen uns ändern, müssen menschlicher werden. Nicht nur erfolgreich, normal und so weiter, einfach menschlicher. Um das zu ermöglichen, muss ich meinen eigenen Körper akzeptieren, die Gebrechlichkeit meines Körpers. Ich muss meine Gefühle und Schwierigkeiten zeigen. Ich muss einfach nur echt sein. Der Dialog erfordert, dass man die Wirklichkeit liebt, nicht die Wunschvorstellung. Um das Herz in einer Beziehung öffnen zu können, frage ich einfach: Wie geht es dir? Liebe ist mit Schwächen und Unterschieden verbunden. Frag einfach: Wie geht es dir? Der wahre Dialog erfordert, dass du nicht immer auf dein Handy starrst. Du musst einfach anwesend sein und zuhören. Frage die Leute: Was ist deine Geschichte? Versuch nicht, jemanden zu ändern. Begegne ihnen einfach nur. Um einen Dialog zu führen, musst du deine eigenen Ängste kennen. Vergiss die Vorurteile, begegne Leuten. Um dein Herz zu öffnen, musst du frei sein, um ein Teil der Menschheit zu werden. Um den wahren Dialog des Herzens zu führen, ist es notwendig, dass du deine Zeit gibst, um zu begegnen und zuzuhören.